mal den ersten Test. Drei Sachen müssten Sie mitbringen. Sie müssen mitmachen, das ist okay. Ich glaube, Sie sind ganz gut drauf, oder? Ja, also super. Das zweite ist, Sie sollten Bilder im Geiste sehen können. Kriegen Sie das hin, wenn Sie Augen schließen, dass Sie Bilder sehen? Gestern Morgen hatte ich einen Brühl- und Vortrag, da sagte einer, ich sehe ständig Bilder. Na so, aber ich kann nichts dagegen tun. Na, ich hoffe, Sie können die steuern. Drittens, Sie sollten bescheuert denken können. Was ist bescheuert denken können? Anderes als kreativ sein können. Eine kreative Idee ist am Anfang oft bescheuert. Also die drei Voraussetzungen. Und wir starten direkt mal mit einem relativ aktuellen Thema. Die letzten 11 Präsidenten der USA. Und da es 11 sind, ist das sehr schön, weil dann legen wir den ersten nicht auf die Kerze, sondern auf das Ei. Machen Sie es einfach mal mit, ganz ohne Bewertung. Und lassen Sie sich nachher mal überraschen von Ihrem fast schon perfekten Gedächtnis. Einverstanden? Ja, genau. So. Der erste Präsident seit dem Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg, wer war das? Eisenhower ist falsch. Roosevelt ist falsch. Dazwischen war, zuerst war Roosevelt noch während des Zweiten Weltkriegs, dann kam Truman und dann kam Eisenhower. Truman, wie hört sich Truman ähnlich an? Wir brauchen ein Bild für Truman. Können Sie sich eine Truhe voller Männer vorstellen? Truman. Eine Truhe voller Männer, 20 Männer, alle nackt. In der Truhe, randvoll, 20 nackte Männerleiber. Und jetzt müssen wir nur noch die Eier mit reinbringen. Dann nehmen wir, bitte. Jetzt aber gut. Hier, Niveau, hallo. Ist doch noch nicht nach 18 Uhr. Wir nehmen 2 Dutzend roher Hühnereier, werfen die da rein, die Suppe klippert dadurch und 20 nackte Männerleiber reiben sich lasziv aneinander. Na, und manche denken jetzt, boah, ist ja ekelhaft, und dann merken sie sich das bombig. Oder hinten sehe ich einen, der sagt, wieso, ich find's schön. Der merkt sich's noch besser. So, wir gehen weiter, lassen die Truhe sein. Hier kommt eine Kerze und die Kerze brennt und auf einmal kommt einer mit so einer Eisenstange und der haut die Kerze aus, das ist der Eisenhauer. Es geht weiter an einen Teich. Auf dem Teich schwimmt ein Schwan. Der kommt so auf sie zugeschwommen, nimmt seine schwarze Gucci-Sonnenbrille ab, legt den Kopf so schief, guckt sie an und sagt, sag mal, Kennedy? Das wäre der Kennedy. Sie gehen weiter am Teich und denken, wo bin ich hier? Dann sehen Sie da hinten, aus der Ferne, kommt John Wayne auf sie zugelaufen. Kennen Sie John Wayne? Hier den. Ne? John Wayne kommt. Und John hat seinen Sohn dabei. Und Johns Sohn überreicht ihnen den Dreizack und aufgespießt auf dem Dreizack ist Polierwatte der Firma Johnson & Johnson. Nächster Präsident also Johnson. In Bildern bitte mitdenken, okay? So, sie sind immer noch am Teich und auf einmal taucht aus dem Teich eine hübsche Nixe auf, jawohl. Und da hatte neulich einer gesagt, ja und die hat nix on, gell? So, sie lassen den Teich Teich sein. Schreiten auf eine Straße hoch und haben vergessen zu gucken. Also sie gucken nicht links, nicht rechts. Und dann kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugerast. Sie schaffen es gerade noch, die Hände als Schutz vor ihrem Körper zu halten. Schließen die Augen, denken, verdammt nochmal, was kommt jetzt? Das Ding knallt ihnen vor die Hand, kommt gerade noch so zum Stillstand. Sie öffnen die Augen, nehmen die Hände weg und gucken auf diese blaue Ford-Pflaume. Kennen Sie das Ford-Logo? Und dann schieben sie den Ford. Das wäre Präsident Ford. Sie gehen über die Straße drüber, es kommt der Hammer, Achtung, im Straßengraben liegt ein Elefant, völlig besoffen, so mit Kötzerchen und das ganze Programm, alles hat er schon hinter sich. Und sie denken sich, ach du Schande, der Arme, wenn der morgen früh aufwacht, hat er einen Kater. Ne? Der kam schon besser. Na gut, nächstes Mal lasse ich ihn weg. Wem das nicht reicht, wer sagt, wie soll ich denn vom besoffenen Elefanten auf Kater kommen? Dann lassen Sie dem halt vielleicht noch einen schwarzen Kater vorne den Rüssel zerkratzen, okay? So, und Sie gehen weiter die Straße entlang, da kommt eine große Fahne, die nehmen Sie schnell runter und halten die oben so über den Kopf zum Schutz vor Regen. Okay? So, der kommt normal nie so gut an, aber okay. Na? Ist halt anders lustig hier. So. Dann, also Präsident Reagan, so, das wird Ihnen dann irgendwann zu nass und Sie biegen in die Wüste ein. In der Wüste holen Sie Ihre Sanduhr raus, die Sie übrigens die ganze Zeit dabei hatten, befüllen die mit feinstem Wüstensand, dann ist das Ding nachher endlich richtig voll, aber viel zu schwer. Und Sie gucken sich um und entdecken da hinten einen alten, vertrockneten, knöchernen Busch. Und da sagen Sie, da hänge ich Sie dran. Ne?
und hängen die da dran. Bush Senior, okay? So, sie gehen weiter durch die Wüste und auf einmal kommt eine Schlange auf sie zugekrochen. Eine Schlange, so ein schönes, interessantes Tier. Und sie beugen sich runter und entdecken Lippenstiftreste vorne am Kopf. Und sie denken, Clinton! Ne? Clinton! Und dann gucken sie sich diese Schlange genauer an und sie entdecken, die Schlange hat ein Handy verschluckt. Und in dem Moment fängt die Schlange an zu vibrieren. Also die kriegt einen Anruf. Und dann macht die ihr Maul auf und heraus kommt ein Klington. Oh. Sie gehen weiter durch die Wüste und da wird es ihnen so heiß, dann biegen sie ab auf den Golfplatz. Auf dem Golfplatz legen sie den Golf den Ball aufs Tee, gucken, wo sie ihn reinhauen können, entdecken da hinten einen jungen, frischen, knackigen, saftigen Busch und sagen, okay, da ziehe ich voll rein, treffen auch gut und sagen sich, yes, der hat's verdient. Na? So, das wäre jetzt der 11. und der 12. ist Obama, genau. Okay, so, jetzt ist ganz interessant, das Ganze mal abzufragen. Achten Sie mal drauf, was fällt Ihnen spontan zum Hühnerei ein? Truman, unglaublich, oder? Nur wieder bitte in Bildern denken, stellen Sie sich das Hühnerei vor, wo haben wir die Eier reingepackt? Ah ja, klar, geile Sache. Ne? Und zack, haben Sie den Namen parat. So, was fällt Ihnen dann zur Kerze ein? Eisenhower, auch richtig. Was hatten wir beim Schwan? Und merken Sie, dass das nicht so gut sitzt? Warum nicht? Weil es nur auditiv war. Es war kein wirkliches Bild. Der Schwan hat es nur gesagt. Nur je echter Sie sich das vorstellen, desto besser bleibt es haften. Wenn Sie sich mal, tun wir doch nur mal, also nur mal passiert Ihnen echt ja nicht, aber stellen Sie sich nur mal vor, der Schwan käme wirklich auf Sie zu und würde sagen, sag mal Kennedy. Ich weiß ja nicht, wo Sie wohnen, aber also ich glaube, das würden Sie Ihr Leben lang nicht wieder vergessen, oder? Gut, Sie würden es wahrscheinlich auch keinem erzählen, aber Sie hätten es drauf. Na gut, Bilder sind immer besser. Wenn Gefühle mit reinkommen, ist noch besser, ne, übrigens. Löst Dopamin im Gehirn aus. Merk Turbo. So, was war mit dem Dreizack? Johnson. Sehr gut. Kleeblatt? Kein Schweinskram denken, sondern richtig an den Präsidenten denken. Was war mit der Hand? Ford, sehr gut. Elefant? Kater ist richtig. Fange? Regen, genau. Sanduhr? Busch? Senior, so ist es. Schlange? Gut, wer Lewinsky sagt, passt auch. Gibt auch einen Punkt. So, was war mit dem Golfschläger? Wunderbar. So, und die Null kommt hier leider als letztes. So. Ob Sie das jetzt benutzen, um Erledigungslisten abzuspeichern, um Argumente für Gespräche abzuspeichern, spielt gar keine Rolle. Der Inhalt ist egal, den Sie da draufpacken, es muss nur ein Bild sein. So, wenn Sie das Ganze jetzt... Wenn Sie das Ganze jetzt mal sich angucken und vielleicht auf andere Sachen übertragen wollen, dann sollten Sie vielleicht ein bisschen in größeren Dimensionen denken. Lernt ihr meine Fremdsprache gerade? Gut, außer den Schwaben jetzt, Hochdeutsch ist klar, aber... Lernt ihr meine Fremdsprache? Wie viele Vokabeln schaffen Sie pro Stunde, wenn Sie eine neue Fremdsprache lernen? 10. Also mit der Technik, die wir uns jetzt gleich ganz kurz noch angucken, schaffen Sie 200 pro Stunde, wenn Sie ein bisschen die Technik üben. 200 pro Stunde, das sind keine Riesenwerte. Ja, 100 schaffen Sie relativ schnell. Wer angelt schon nach kleinen Fischen, also ein bisschen in größeren Dimensionen denken. Ne? Das, was für ein Glückspilz da macht, lohnt sich nur für Aale. Und wenn Sie in Zukunft... Jetzt sind Sie endlich wach, ne? Wenn Sie in Zukunft merkwürdige Verknüpfungen machen, also würdig gemerkt zu werden, dann klappt das auch.